for me. Oh. Okay. Das klappt also nicht ganz so gut. Oh, ich habe die Tür sogar kaputt getreten. Ich glaube kaum, dass das funktioniert im normalen Leben, aber ich habe sie mal kaputt getreten. Ich höre jetzt auf. Nun ja. Ist mein Auto eigentlich breit genug, um das hier... Ja, das Halbwegs zu sperren geht's zumindest mal. Wenn ich dann hier hintergehe. Aha. Na, da war doch noch einer. Okay, das ist mir jetzt eigentlich ziemlich wurscht. Ich habe, was ich wollte. Nämlich das Auto. Und coolerweise musste ich nur einmal durch die Windschutzscheibe schießen. Ah, nee, der sitzt ja auf der... Boah, Kacke. Ich dachte, ja, komm, los. Ich muss weiter einsteigen. Sonst hätte ich die 2500 Punkte ja umsonst eingesammelt. Das steht mir blöderweise mit eigener Wagen fast schon im Weg. Okay, jetzt die Frage, wie lange haben die eingeplant? Braucht man tatsächlich, um das Ganze zu stoppen? Normalerweise planen die ja da ein wenig mehr ein, als ich dann im Endeffekt brauche. Moment. Das dachte ich mir schon. Okay, gute Idee war das jetzt mit dem Wagen nicht unbedingt. Gute Idee wäre das definitiv nicht. Aber ein bisschen mehr Sprung. Und der Vermutung, dass das nicht kaputt geht. Okay, nicht ganz so gut gelaufen wie geplant. Definitiv nicht so optimal auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, ich habe jetzt ungefähr dieselbe Zeit gebraucht. Vielleicht ein Stückchen länger, aber... Wagen habe ich auch noch beschädigt. Große Klasse. Immer diese Bremsen, die da nicht so funktionieren, wie man das immer am liebsten haben will. Ja, man plant natürlich ein bisschen Bremsweg ein, aber manchmal brauchen die Autos dann doch ein Stück länger, als man denen dann zutraut. Oder als man erwartet. Okay, die Driftpunkte gab es schon mal nicht. Aber wir sind an der Garage, was bedeutet... Mission erledigt. Und das gibt... Warum auch immer keine Sounds kamen. Ja, 1500 Multiplikator. Insgesamt 14.000. Warum auch immer. Fahre zur nächsten Mission. Dafür brauchen wir wieder die Karte. Und ein Missionssymbol. Ich, Moment. Gibt es gerade überhaupt eine Mission? Also ich... Entweder übersehe ich hier was, oder... Oder irgendwas. Ach, okay. Ganz unten am Pier, wer erwartet das denn schon bitte hier? Mein Weg, wer kommt auf die Idee, ganz unten auf der Karte, wo sonst eigentlich nie etwas ist, was einen Punkt zu suchen? Das ist doch total bekloppt. Auf jeden Fall war das Ding diesmal nicht grün, sondern schwarz hinterlegt mit goldener Schrift und goldenem Rand. Es könnte
könnte eine sehr wichtige oder die letzte Mission von diesem Auftraggeber sein, je nachdem. Müssen wir einfach mal gucken. Ja, es ist Sommer und ich bin trotzdem mehr oder weniger ein neuer Tag und ab in die Werkstatt. Am Husten. Ja, am Heuschnupfen liegt es nicht, weil ich keinen habe. Glücklicherweise, Gott. Hätte ich Heuschnupfen. Oh Mann, das wäre ja Horror. Ja, so. Ich weiß nicht, hab's irgendwie geschafft, krank zu werden. Nun ja, passiert mal. Okay, wo ist man denn eigentlich da? Ich glaube, ich sollte mir dann bis dahin noch ein neues Auto besorgen, weil das hier langsam Schrott ist. Ja, wir kommen sogar noch mit dem Knarrenladen vorbei. Dann kann ich das davor ja dann davor stellen und opfern. Um die Leute abzulenken. Einfach dann. Obwohl, da muss ich noch ein Stück vorfahren. Der Tank muss ja dann in schießbare Reichweite sein. Wenn es denn dann so weit kommt. Mach kein. Nein, ich mach keinen Blödsinn. Nein, ich wollte den Revolver doch gar nicht. Ach du Kacke. Kann ich den dann irgendwo. Kasse. Mittlerweile sind die Bullen da, aber. Die sollten jetzt auch fertig sein. Komisch. Da ist er. Kann ich den irgendwie. Nee, warte mal. Eins, zwei. Zwei. Kann ich irgendwie. Mann, Option Waffe fallen lassen. Müsste ja auch irgendwo geben. Spiel einstellen. Nee, Steuerung hier. Tastatur anpassen. Gehen, klettern, Deckung, schießen, nachladen. Aktion. Fenster aufbrechen, ein Ausschnitt, zielen, Kamera mit der Seite Feuerwaffe, nächste Waffe, Holster. Waffen aus, oben, links, rechts. Karte, schwerer Treffer ausweichen, verspotten. Das geht auch. Fahren. Okay, Waffe fallen lassen ist also nicht, dafür weiß ich jetzt, dass ich auf E Leute verspotten kann. Ja, Scheiße! Okay. Das war jetzt eher ungeplant. Verdammt! Okay. Oh, der meint gar nicht mich. Dachte ich zumindest. Uah, Deckung. Bitte tun Sie mir nichts! Wuhu. Oh Gott! Ich muss die Ebene mehr schießen, damit ich nicht mehr. Alter, gefährlich! Einsatz von Automatikwaffen genehmigt! Komm schon. Muss doch jetzt nicht sein. Ich hab doch nur einen Waffenladen ausgeraubt. Wen interessiert das schon? Ich hab die Waffen doch eh schon alle. Ich hab mir nur noch die passende Munition besorgt. Okay, jetzt wird's spannender. Halt eben schon. Ja, aber treffen tun sie mit den kleinen Dingern nicht. Zumindest mal nicht so gut wie ich. Obwohl ich auch nicht gut treffe, sondern eher, ja, mittelmäßig. Ah, da haben wir noch einen. Aber der ist auch schon wieder tot. Mal sehen, ob wir den Tank da kriegen. Normalerweise die linke Seite vom Auto. Aha, na also. Endlich haben wir. War das nicht so, dass wir da irgendwo eine Taste hatten? Ne, das war Silber drücken. Map.
die Waffe eigentlich fallen lassen? Okay, jetzt ist die Frage, wie werde ich diese Waffe wieder los? Wahrscheinlich gar nicht. Ich bin der Meinung, ich hatte die irgendwie mal fallen lassen. Aber gut, dann eben nicht. Ich meine, naja. Dann gucken wir doch. Bin ich überhaupt auf dem. Ich bin auf der falschen Seite wahrscheinlich. Und die Tür ist da auch nicht auf. Also bedeutet das, ich muss noch einmal darüber. Ist ja interessant, hier kann man drauf. Ich habe gar nicht so erwartet, dass man dann doch ganz hier rauf kann. Schade, hier liegt kein Magazin. Das wäre mal so eine interessante Stelle, um so ein Magazin zu verstecken. Ich meine, jemand, der sich Zeit lässt mit dem Spiel und neugierig ist, wird das sicher finden. Vor allem, weil die ja immer dann, so wie ich das sehe, in Nähe der oder auf den Wegen der Missionen sind. Je nachdem. Das ist eine Frage. Hat irgendwer hier eigentlich Angst, wenn ich auf ihn ziele? Was okay. Verbindungen. Verbindung. Ja. Tony hat von Derek erfahren, dass ein paar Schwanzlutscher schweres Kaliber durch den Hafen schmuggeln, ohne Provision abzudrücken. Es geht nicht um die üblichen Kamellen, sondern um Militärwaffen, mit denen man auf der Straße ein Vermögen macht. Tony hat mit ein paar Leuten gesprochen und es sieht so aus, als würde er und ich dieses Ding drehen. Wir müssen denen alles abjagen. Hey, wenn ich das hinkriege, könnte das die Chance für mich sein, wieder reinzukommen. Triff dich mit Tony? Tony. Schreib mal Tony nicht anders. Na, ist egal. Triff dich mit Tony am Hafen und klau diese Waffen, kostet es, was es wolle. Start. Ob ich ein Auto brauche? Ich glaube eher weniger. Hör zu, Joey. Alles läuft glatt, solange wir schön ruhig bleiben. Scheiße! Hilfe! Großartig. Dann eben auf die harte Tour. Ach, man kann halt auch auf ohne Schießerei probieren. Nicht übel, Junge. Ich seh dich, Drecksack. Vorwärts, Joe! Ah, ich weiß, wie man es mal. Läuft ja keine Zeit mit im Moment. Ach Gott, wie kann man so schlecht sein? Verstecken. Es läuft ja im Moment Komm keine. Zu und lerne! Wow. Wo hat der geschossen, verdammt? War der durch? Hier durch und dann da? Nee, ja, okay. Ja, warum ich jetzt hier einfach so ganz blöd reinrenne? Ich wollte das jetzt mal probieren, ohne Waffeneinsatz irgendwie mit Leise irgendwie da durchkommen. Wie auch immer. Alles läuft glatt, solange wir schön ruhig bleiben. Ich kann mir das ja nur nicht ganz so vorstellen. Was?